So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Wir haben heute große Pläne. Wir haben auf jeden Fall auf der To-Do-Liste den Weltraumlift in Lager und das Übertakten meiner, wie heißt es gleich, Kalksteinminer, genau, damit wir mehr Beton produzieren, denn jetzt muss die Fläche wachsen. Die Betonfläche muss wachsen. Das heißt, wir müssen sehr, sehr viel Beton verarbeiten. Wir brauchen mehr Fabriken, wir brauchen größere Fabriken. Alles muss mehr. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und damit, let's go. Müssen wir mal gucken, wie weit wir jetzt das Ding übertakten können. Auf 250%, was macht der dann? 75 pro Minute. Das Ding verarbeitet 45 pro Minute. 45 mal 2 sind nicht 75. Okay. Aber wir können hier trotzdem 2 hinstellen. Der Strom. Wir verbrauchen zu viel Strom. Treibstoff. Ich muss jetzt erstmal los Biomasse sammeln. Gut jetzt. Sieht sehr, sehr gut aus. Okay, jetzt mache ich noch kurz das andere Betonding da dran. Da drüben. Den zweiten Fabricator. Gott, oh Gott, oh Gott. Wortfindungsschwierigkeiten. So, das Ding produziert nämlich jetzt 15 pro Sekunde, pro Minute. Da drüben machen wir jetzt 30. Jetzt machen wir hier auch 30 und dann müssten wir eigentlich ein Band komplett ausreizen. Splitter haben wir jetzt hier dazwischen. Nee, Quatsch. Hier. Ton. Achso. Rome. Gib alles. Sieht gut aus. Ich mache erstmal Mittag. Aber sieht gut aus. Top. Oh. Na, doch. Top. Hat funktioniert. Geht doch. So.
Wir müssen jetzt Phase 1 abschließen. Dafür brauche ich noch mal kurz bei den Rezepten rein, wie wir die Dinger jetzt herstellen müssen. Intelligente Beschichtung. Theoretisch noch mal eine Produktionsstrecke für Rotoren einrichten. Um 50. Das heißt, ich muss sehr viele Rotoren selber erstmal herstellen. Abfahrt. Milestone reached. You have been given early access to the anti-waste effort for stress testing of materials on exoplanets bonus program. Ja, wollen wir hier schön ein schönes Gebäude daraus? Ich will dieses Dach ausprobieren. Das sieht mega gut aus. Ich habe eine Idee. Haben wir eigentlich schräge Wände? Die haben wir nicht gekauft, lol. Ah, das wird jetzt uns den Hals bringen. Können wir gar nicht so ein gutes Dach bauen? Flexst wie eine Katze. Gott. Oh, jetzt habe ich mir irgendwas gezerrt dabei. Das werde ich bereuen, dass ich das gemacht habe. Einfach beim nächsten Mal runterfallen lassen. Das ist schon cool, ne? Aber uns fehlen da die Schrägen. Jetzt mal langsam fertig hier. 40. Ja, wir brauchen jetzt wirklich noch einen, um das überhaupt anzumachen, das Ding. Wir verbrennen gerade viel zu viel. Und Abfahrt. So, okay. Ab geht's. Milestone reached. Coal is an improved alternative power source to biomass and can be fully automated if provided water with the new pipeline buildings and power throughout the initial setup. Coal has been added to the resource scanner. In die Richtung. Note, ensure the close proximity. Ein paar Schnecken mit. Oh. Ich muss ein bisschen aufpassen, ich habe nicht mehr genug Leben. Hier unten ist gleich Wasser. Boah, das ist ein mega guter Spot. Dann können wir gleich die Energie hier unten produzieren. Um die dann da oben zu verwenden. Top. Erbt. Lecker. Die andere Kohle von da hinten, die können wir nachher für Stahl verwenden oder sowas. Weil überall da, wo wir Kohle haben, ohne Wasser, da sollten wir das für Stahl verwenden. Und da, wo wir Kohle haben mit Wasser, da machen wir da auf jeden Fall Strom draus. Easy peasy. Oh nein, ist eins unter dem Ding. Oh lol, jetzt müssen wir das freisprengen. Naja, okay, wir haben aber Luft nach oben noch.
2. Was für Blubbel-Dinger? Nicht fertig? Normal? Normal. Einmal normal. Das müssen wir freispringen erst. Und hier ist einmal normal. Hier ist eine Menge. Hier können wir auf jeden Fall super geil einen Reaktor hinstellen. Also super geil Strom erzeugen. Problem wird jetzt sein, wir müssen hierher erstmal Strom herkriegen, also Strom machen. Und kein Beton mehr. Hier müssen wir Strom kriegen, damit die Miner überhaupt angehen. Und dann müssen wir hier drauf Fett, Beton machen. Damit, damit wir die ganzen Kraftwerke darauf stellen können. Wir müssen da jetzt krass eine Foundation rüberziehen. Das könnte teuer werden. Aber zumindest haben wir denn eine Straße, wo wir auch Ressourcen von links nach rechts führen können. Ey, halbes Video hier am Biomasse farmen. Och lol. Bin runtergefallen. Jetzt die Frage, brauche... Also ich fange erstmal an, ne? mit einem Miner und baue deinen Kohlegenerator dahin. Den brauche ich Rotoren und verstärkte Platten. Verstärkte Platten können wir vielleicht gleich für MK2-Bänder gebrauchen. Jetzt frage ich mich nur, wie machen wir das am besten? Ich glaube, ich führe die Kohle alles nach hier vorne und dann baue ich in die Richtung. Von da kommt ja auch das Wasser. Das ist, glaube ich, klug. So. Jetzt müssen wir die Kohle hier hochkriegen. So. Wasserextractor. Also der braucht natürlich auch Strom, aber das machen wir ja gleich. Erst müssen wir den erbinden. Achso, woran ich jetzt nicht gedacht habe, ist, dass wir vielleicht nicht genug Beton haben. Deswegen baue ich das hier nochmal kurz ab. Ich glaube, unser Kupfer reicht nicht, da hoch zu verbinden. Ich glaube, das reicht nicht. Braucht gar nicht so viel. Dachte. Ach, das verbraucht viel mehr von diesem Kupfer. Aber so viel ist es gar nicht. Noch etliches. Okay, jetzt gucken wir mal, wie wir das da unten mit Strom versorgen. Und dann müssen wir gucken, wie die Pumpe läuft. Wir müssen da einen Haufen Pumpen hinsetzen. Verbrauchen wir bestimmt auch noch mal ewig viel Kupfer.
Aber eine muss ich hier noch hinsetzen. Mir fehlt jetzt hier eine Werkstatt. Mir fehlen ein paar Rotoren. Da oben muss ich jetzt noch Strom anschließen und dann dürfte das eigentlich schon funktionieren. Mit unserem Kohlestrom. Hier oben kommt nämlich noch kein Wasser an. Wir haben Kohlestrom. Sehr gut. Und mit diesem wunderschönen Erfolgserlebnis, dass wir endlich von der Energie her Kohlestrom haben und da ein bisschen unabhängiger sind, verabschiede ich mich auch mit diesem Video. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Vergesst nicht den Follow auf Twitch, der Link ist in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und ciao.